Herzlich willkommen nochmal zum Pressbriefing des SNC. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, was bedeutet der Windkraftausbau in Deutschland für den Artenschutz? Mein Name ist Iris Prof. Ich bin Redakteurin für Klima und Umwelt hier am Science Media Center. Die Windkraft soll in Deutschland in den nächsten Jahren drastisch ausgebaut werden. 2% der Landesfläche sollen dafür zur Verfügung gestellt werden. Das ist ja in den letzten Tagen auch schon in den Medien sehr diskutiert worden. Aktuell verläuft der Ausbau allerdings schleppend und Genehmigungsverfahren dauern oft mehrere Jahre. Grund dafür sind vor allem verschiedene Flächenkonflikte. Die Bundesregierung will nun diesen Ausbau beschleunigen, wo es nur geht. Wie Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck am Dienstag auch in der Vorstellung der Eröffnungsbilanz Klimaschutz dargelegt hat. Unter anderem sollen dafür die Richtlinien für den Artenschutz auch angepasst werden und darauf wollen wir heute mal ein bisschen genauer schauen. Aktuell muss vor dem Bau von einer neuen Windkraftanlage immer eine Artenschutzprüfung durchgeführt werden. Das heißt, da muss man zeigen, dass die Individuen bedrohter Arten, das betrifft hier vor allem Greifvögel und Fledermäuse, nicht in Gefahr sind, mit dieser eben potenziellen Anlage zu kollidieren. In Zukunft möchte die Regierung aber anstatt auf den Schutz von einzelnen Tieren mehr auf die gesamte Population von Arten schauen. Unklar ist dabei aber noch, wie dieser Populationsschutz rechtlich umgesetzt werden kann und ob das Ganze nun eine Aufweichung der Artenschutzauflagen bedeuten würde. Und diese Fragen möchte ich heute mit unseren 4 Expertinnen und Experten diskutieren. Artenschutz und Windkraft, diese Problematik ist höchst polarisiert und manchmal scheint es so, als würden hier Klima- und Naturschützer gegeneinander kämpfen. In dieser Diskussion heute möchten wir eine konstruktive Perspektive auf dieses Thema bieten und fragen, wie lassen sich Klimaschutz und Naturschutz miteinander verbinden? Noch ein paar Hinweise an Sie da draußen. Ein Transkript des Pressbriefings fertigen wir so schnell wie möglich an. Am Montag finden Sie das auf unserer Webseite. Die Videoaufzeichnung ist schon in ein paar Stunden auf YouTube verfügbar. Ihre Fragen stellen Sie bitte im F&A, also Frage- und Antwort-Tool unten und nicht in den Chat. Das macht es für uns ein bisschen einfacher, die Fragen zu sammeln und zu sortieren. Okay, dann stelle ich jetzt unsere 4 Experten und Expertinnen einmal vor. Auch an Sie, danke, dass Sie hier sind. Wir freuen uns sehr, mit Ihnen zu diskutieren. Zuerst vorstellen möchte ich Frau Dr. Elke Bruns. Sie sind Leiterin für Fachinformation am Kompetenzzentrum für Naturschutz und Energiewende in Berlin. Das KNE arbeitet als so eine Art neutrale Vermittlungsstelle zwischen den Interessen im Auftrag des Bundesumweltministeriums. Der zweite im Bunde hier ist Herr Thorsten Müller. Sie sind wissenschaftlicher Leiter der Stiftung Umweltenergierecht in Würzburg. Als drittes begrüßen möchte ich Frau Katrin Böning-Gäse. Sie sind Direktorin des Senckenberg-Forschungsinstituts für Biodiversität und Klima in Frankfurt. Und sie forschen vor allem zu Vögeln und unter anderem auch zum Einfluss von Landnutzungsänderungen auf Vögel. Und als viertes haben wir Herrn Dr. Christian Vogt. Herzlich willkommen auch an Sie. Sie sind Abteilungsleiter für evolutionäre Ökologie am Leibniz-Zentrum für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Und sie forschen vor allem zu Fledermäusen und haben auch explizit zum Fledermausschlag an Windrädern geforscht. Okay, die erste Frage geht an Sie, Frau Bruns. Ich habe eben in der Anmoderation schon die Artenschutzprüfung erwähnt, die vor dem Bau einer neuen Windkraftanlage immer durchgeführt werden muss. Könnten Sie uns ganz kurz erklären, was bei dieser Prüfung nachgewiesen werden muss, nach aktuellem Stand? Ja, das kann ich gerne machen. Es geht darum, in dieser artenschutzrechtlichen Prüfung zu ermitteln, inwieweit für einzelne Exemplare einer Art sich das Tötungsrisiko durch die Windenergieanlage signifikant erhöht. Also es geht nicht darum zu prognostizieren oder zu sagen, dass oder ob ein Vogel, eine Fledermaus geschlagen wird, sondern es ist eine Risikobetrachtung und es geht, und die Schwierigkeit dabei ist, diesen Signifikanzbegriff zu konkretisieren, also klarzumachen anhand von bestimmten Kriterien und Maßstäben, was es eigentlich bedeutet oder wo die Schwelle liegt, ab wann ein solches Tötungsrisiko signifikant erhöht ist.
Und da gibt es tatsächlich derzeit, sage ich mal, unterschiedliche Herangehensweisen, wie man so etwas macht. Und die Konkretisierung dieses Signifikanzbegriffes ist auch unterschiedlich weit fortgeschritten, weshalb möglicherweise auch gesagt wird, ja, das Instrument ist an sich schwer zu handhaben. Es braucht einer stärkeren Standardisierung, hat ja auch Herr Habeck nochmal gesagt am Dienstag. Und man müsste es weiter untersetzen, damit es eindeutig vorhersehbar und nachvollziehbar ist, zu welchem Ergebnis man gekommen ist bei dieser Prüfung. Okay, danke für die Erklärung. Und in der öffentlichen Debatte scheint es ja aktuell manchmal so, als wäre der Artenschutz und Klagen über Naturschutz eigentlich so das größte Hindernis beim Ausbau der Windkraft. Würden Sie sagen, dass das stimmt, oder gibt es hier eigentlich andere Flächenkonflikte, die mehr ins Gewicht fallen? Ja, da fand ich auch, wenn ich da nochmal anknüpfen kann, die Darstellung von Herrn Habeck eben auch sehr, sehr zielführend. Der hat ja ausdrücklich auch nochmal darauf hingewiesen, dass es darauf ankommt, um jetzt auch Flächenkonflikte zu entschärfen, die Abstände zu Funknavigationsanlagen zu verringern, auch nochmal zu schauen, inwieweit man zu den Wetterradaren andere Abstände einhalten muss, geringere Abstände einhalten muss, wie die Vereinbarkeit mit militärischen Interessen verbessert werden kann. Und auch das Thema der Siedlungsabstände hat er nochmal angesprochen. Das sind auch alles Gründe oder Hemmnisse, die dem Ausbau, also die einerseits der planerischen Ausweisung, der planerischen Verfügbarmachung von Flächen entgegenstehen, aber auch im Einzelfall der Genehmigung entgegenstehen können. Und ja, der Artenschutz steht oftmals im Vordergrund, weil unter anderem, weil bekannt wird und weil auch in der Presse darüber berichtet wird, welche das Klagen gegen Projekte eingereicht worden sind, mit denen eben in substanzieller Art und Weise verhindert wird, dass Windenergie zugebaut werden kann. Ich kann es nicht quantifizieren oder beziffern, aber ich denke, ich würde es darauf eindampfen zu sagen, dass der Artenschutz eines von mehreren Problemen ist, die jetzt dem Ausbau entgegenstehen können. Okay, vielen Dank, Frau Bruns. Dann, Herr Müller, wir haben jetzt gerade schon ein bisschen gehört über die Artenschutzprüfung, wie die heute läuft. Die Bundesregierung möchte das Prozedere jetzt ja anpassen, um von einem Individuenschutz mehr auf den Populationsschutz zu fokussieren. Wie könnte das gehen? Welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es da für die Bundesregierung? Ich würde das versuchen, mit fünf Bereiche zu gliedern. Der erste Schritt wäre das, was bei Elke Bruns gerade schon anklang. Wir können auf der Ebene der Raumordnung, also bei der Frage, wo sollen Windenergieanlagen errichtet werden, schon eine erste Konfliktminimierung versuchen zu erreichen, indem man die Gebiete gezielt adressiert, die möglichst wenig Artenschutzkonfliktlagen versprechen. Es ist mit dem Problem versehen, dass die Informations- und Datenlage auf der Ebene für das gesamte Bundesgebiet oder für ein gesamtes Landes- oder Raumordnungsgebiet natürlich nicht so gut ist und man sie wahrscheinlich auch nicht in der Tiefe aufbohren kann, wie das für ein einzelnes Projekt möglich ist. Wir können nicht das gesamte Bundesgebiet screenen in der Form, wie wir das für Projekte machen. Und das zweite Problem ist, dass wir natürlich in dynamischen Naturräumen leben und so eine Erfassung zu einem bestimmten Zeitpunkt keine Aussage darüber trifft, wie sich diese Naturräume entwickeln. Und insofern wissen wir am Ende des Tages nur zu einem bestimmten Zeitpunkt, wie die Situation ist, aber nicht, wie sich diese Situation über die nächsten 30 Jahre verändert. Und das ist je nach Art, die wir betrachten, sehr unterschiedlich bedeutsam. Auf der zweiten Ebene ist das Entscheidende, was Elke Bruns eben auch schon gesagt hatte, man darf diesen Lösungsraum nicht künstlich verkleinern, indem man bestimmte Flächen von vornherein ausschließt. Das sind die Siedlungsabstände, also 10 ha in Bayern, 1000 Meter in Nordrhein-Westfalen. Das sind aber auch neben den Wetterradaren, Flugradaren andere Ebenen, der Komplettausschluss von Waldflächen in manchen Bereichen oder ein undifferenzierter Ausschluss von Landschaftsschutzgebieten, auch wenn es gar nicht auf bestimmte Probleme mit der Windenergie drauf ankommen würde. Der aus der rechtlichen Perspektive, aus der rechtstechnischen Perspektive wichtigste Hebel ist die Standardisierung. Heute arbeiten wir mit sehr unbestimmten Rechtsbegriffen. Das führt sowohl auf der Ebene der Projektierer als auch auf der Behördenseite als auch für die Gerichte zu der großen Schwierigkeit, tatsächlich bewerten zu können, was hier passiert.
Und das ist das, was ja nun angekündigt ist, hier stärker gesetzlich Vorgaben zu machen. Was sind denn überhaupt die Risiken? Was ist das Grundrisiko? Wo kommen wir zu einer signifikanten Erhöhung von Tötungsrisiken? Wir müssen die Frage stärker stellen, wann sind Ausnahmen möglich und was ist der Aufwand, den ich betreiben muss, um die Risiken zu ermitteln? All diese Fragen führen dazu, dass wir ein vielleicht nicht immer besseres Bild haben, aber dass wir eine klare Handlungsleitung für alle Beteiligten haben an der Stelle. Damit ist verbunden die Hoffnung, einen stärkeren Populationsschutz zu kriegen, der aber rechtlich gar nicht ohne weiteres möglich ist. Wir müssen auf der einen Seite, wenn wir ihn in Reinkultur umsetzen wollten, europäische Änderungen vornehmen. Ja, das europäische Recht schließt den Populationsbezug nicht komplett aus. Gerade wenn wir über Ausnahmen reden, haben wir auch im europäischen Recht einen Wechsel der Perspektive vom Individuenbezug zum Populationsbezug. Wir haben dort also Möglichkeiten, aber nicht im Sinne von, wir gucken gar nicht mehr auf die einzelnen Individuen, sondern nur noch auf die Population. Das gibt das Europarecht heute nicht her. Im deutschen Recht gäbe es eine Reihe von Hebeln, die man bewegen könnte. Das können wir vielleicht in der Diskussion gleich dann noch stärker beleuchten. Das Entscheidende ist, um diesen Schwenk zu machen, dass man den Blickwinkel weitet, ich würde sagen, wegkommt von einer Energiewende hin zu einer Energietransformation. Also nicht mehr bipolare Situationen betrachtet, ein einzelnes Projekt und die Art, sondern wenn wir über Populationsschutz sprechen, dann brauchen wir einen Blick auf die Population. Und dann müssen wir auch die 98% Fläche in den Blick nehmen, die nicht für die Windenergie genutzt werden sollen, und über gezielte Artenhilfsprogramme und Flächenmanagementsysteme hier tatsächlich Populationsschutz betreiben. Das ist ja auch im Koalitionsvertrag verankert. Und insofern ist das ein weiterer Hebel, um die Konflikte ein Stück weit räumlich zu trennen und damit zu entschärfen. Danke für die Ausführungen, Herr Müller. Auf die nationalen Artenschutzhilfsprogramme, die Sie gerade angesprochen haben, möchte ich nachher in der Diskussion noch mal mehr eingehen. Aber jetzt zunächst wollen wir uns einmal die Artenschutzperspektive ansehen. Dafür gebe ich das Wort an Frau Katrin Böning-Gese. Was sagen Sie aus Ihrer Artenschutzperspektive zu dieser Idee, statt dem Individuum mehr auf die ganze Population zu achten, also zum Beispiel auf den einzelnen Rotmilan auf die ganze Population zu setzen? Heißt das, dass der Artenschutz weniger stark ist, dass die Tiere mehr bedroht sind, oder wie würden Sie das einschätzen? Nun, also das Erste ist mal nochmal festzuhalten, dass die Windkraft in der Tat tödliche Folgen für einzelne Vogelindividuen haben kann. Also es gibt erheblichen Vogelschlag an Windkraftanlagen, das ist gut belegt. Was wissenschaftlich sehr viel weniger gut belegt ist, ist, welche Folgen das jetzt wirklich für die Populationen der Arten hat. Da gibt es sehr gute Arbeiten, die auch Modellierungen, die zeigen, dass das einen substanziellen Beitrag hat und dass es zu Populationsrückgängen kommen wird. Aber es gibt auch andere Arbeiten, die zeigen, dass es zwar Vogelschlag gibt, aber dass das keine Folgen hat oder keine großen Folgen für die Populationen. Und auch in der Praxis gibt es eben Beispiele, wo dann in Bundesländern, wo die Windkraft ausgebaut wurde, gleichzeitig die Vogelbestände an kritischen Arten gestiegen sind. Und gleichzeitig Arbeiten, die genau das Gegenteil beweisen. Was ein Problem ist, dass alle Arten, die groß sind und wenig Nachkommen haben, grundsätzlich durch Tod eines Individuums stärker gefährdet sind als kleine Arten, die hohe Nachwuchsraten haben. Insofern sind die Greifvögel bei den Vögeln schon die Gruppe, die am stärksten gefährdet sind. Und dass dann ein Fokus auf den Rotmilan fällt, kommt auch nicht von ungefähr, weil das ist eine Art, wo wir als Deutschland für den globalen Bestand Verantwortung haben, weil eben ein großer Teil, 60% des Weltbestands dieser Art in Deutschland lebt. Und wir dann, wenn wir diese Art weltweit schützen wollen, auch in Deutschland besondere Verantwortung haben. Weiter kommt noch der Vogelzug dazu. Wenn dann eben die Windräder genau in irgendwelchen Zugstraßen liegen, ist auch ein höheres Kollisionsrisiko da.
Nun, welche Folgen hat es? Also ein wichtiger Punkt, den man gerne vergisst, ist, wenn man versucht, es zu polarisieren, ist, dass Klimaschutz auch Artenschutz bedeutet. Also die Arten werden nicht nur durch die, jetzt in dem Fall auch die großen Greifvögel, durch die Rotorblätter getötet, sondern Klimawandel hat direkt und indirekt auch einen Effekt. Und natürlich spielen auch andere Faktoren wie die Situation in der Agrarlandschaft überhaupt, was dann wieder Folgen für den Reproduktionserfolg dieser Arten hat, einen großen Einfluss. Also insofern muss man das ein bisschen komplexer und breiter sehen. Auf Ihre Frage zurückzukommen, Frau Prof, letztlich ist Artenschutz der Schutz von Arten oder von Populationen und nicht zwangsläufig der Schutz von Individuen. Also bei Individuen würden wir eher von Tierschutz reden, aber beim Artenschutz geht es wirklich um den Schutz von Populationen. Insofern ist es nicht undenkbar, dass wenn an einem Punkt höhere Sterberaten auftreten in Nähe von Windkrafträdern, dass man das durch Ausgleichsmaßnahmen ausgleichen kann. Die müssen aber dann auch wirklich substanziell sein, also wirklich einen Einfluss haben. Zeitnah sein, überprüfbar sein und im Zweifelsfall sind die auch nicht billig, um die effektiv durchzuführen. Aber jetzt aus wissenschaftlicher, ökologischer Sicht macht es gerade auch bei diesen großen Arten Sinn, weil das jetzt auch keine fein differenzierten Populationen sind. Das ist jetzt nicht so, dass eine Population, sagen wir mal, der Umraum von Frankfurt wäre und die nächste wäre der Spessart. Die Populationen von gerade diesen Greifvogelarten, die sind zweifelsfall sehr groß. Rotmilan, der hat überhaupt keine Rassen. Also die Rotmilane jetzt in Mitteleuropa gehören alle zur selben Rasse. Soweit von meiner Seite. Okay, vielen Dank für die Ausführungen. Also aus Ihrer Sicht, wenn ich es richtig verstanden habe, wäre ein gut umgesetzter Populationsschutz schon eigentlich ein sinnvolles Mittel für den Artenschutz. Jetzt, Herr Vogt, die gleiche Frage an Sie. Was halten Sie von der Idee des Populationsschutzes, gerade für Fledermäuse, was ja Ihr Spezialgebiet ist? Denken Sie, das ist sinnvoll und vor allem, ist es auch umsetzbar? Können wir überhaupt messen, wie gut es den Populationen geht? Ja, vielen Dank, Frau Prof. Ich halte es für schwierig umsetzbar. Erstmal muss ich sagen, dass wir in Deutschland tatsächlich viel erreicht haben, was den Fledermausschutz an Windkraftanlagen angeht. Wir haben technische Maßnahmen etabliert, die den Schutz gewährleisten, die nur geringe Kosten bei den Betreibern verursachen. Unser Dilemma ist momentan noch, dass lediglich 25% der Anlagen mit diesen Abschaltzeiten beauftragt sind und ein Großteil der Anlagen, 75%, mehr als 20.000 Anlagen, nach wie vor in große Zahlen von Fledermäusen schlagen. Zu der Diskussion Populationsschutz ist eine Frage ganz wichtig. Was bezeichnen wir eigentlich als Population? Also was ist hier die Bezugsgröße? Und gerade bei den Risikoarten haben wir es bei Fledermäusen mit migrierenden Arten zu tun, die im Offenraum jagen. Wir selber haben über unsere Untersuchungen nachgewiesen, dass der Einzugsbereich von Windenergieanlagen hier in, sagen wir, Brandenburg bis ins Baltikum gehen kann. Das heißt, die negativen Folgen sind nicht nur hier zu spüren, sondern auch in den örtlichen Verbreitungsgrenzen, wo die Populationen ohnehin sehr dünn sind. Das ist der eine kritische Punkt bezüglich Fledermäuse. Der andere ist, dass das Monitoring nur sehr schlecht erfolgen kann bei Fledermäusen. Greifvögel haben den Vorteil, dass man die Horste relativ gut identifizieren kann, aber das Bestandsmonitoring von Fledermäusen ist enorm schwierig, da es sich hauptsächlich um waldbewohnende, baumbewohnende Fledermäuse handelt. Wir haben überhaupt keinen guten Griff darauf, wie viele Zahlen, was überhaupt die Bestandszahlen sind. Darauf folgt sich der Kritikpunkt, was ist eigentlich die kritische Bestandsgröße als Maß dafür, ob wir weiter oder mehr schlagen können. Das zu definieren ist aufgrund des internationalen Rahmens enorm schwierig. Also wo setzen wir die Grenze? Betrachten wir jetzt als eine Population von 10.000 großen Armseglern als dafür Deutschland sinnvoll oder lediglich 500? Das ist, glaube ich, schwerlich ethisch, tierethisch, moralisch, naturschutzfachlich zu bewerten. Dann, was viele in der Diskussion auch vergessen, ist, dass wir zwar 98% der Landesfläche haben, die dann ohne Windkraft sind, aber der Einzugsbereich, wie ich schon sagte,
ist riesengroß. Fledermäuse haben hohe, große Streifradien, genauso wie die Greifvögel. Das heißt, der Impact, der ökologische Impact von Windkraftanlagen beschränkt sich nicht nur auf diese 2% der Landesfläche, sondern der ist weitaus weitgreifender. Insofern müssen wir genau überlegen, ob dieser Populationsbegriff oder die Implementierung oder Ersatz des Individuenschutzes durch Populationsschutz tatsächlich sinnvoll ist und zielführend ist für den Artenschutz, für das Abwenden der Biodiversitätskrise. Danke für die Einschätzung. Vielleicht passend dazu zu den Problemen im Monitoring und der Datenlage, die wir eigentlich haben, eine Frage von einer Journalistin. Und zwar, gibt es valide Fakten über die Anzahl der getöteten Vögel und Fledermäuse an Windenergieanlagen in Deutschland? Sie haben gerade gesagt, bei dem Monitoring der gesamten Population haben wir eigentlich ein Problem, das passiert noch nicht gut. Dann ist ja ein anderer Faktor auch noch, was ist der Effekt von den Windkraftanlagen auf diese Population? Wie sieht es da mit der Datenlage aus? Ich weiß nicht, ob Herr Vogt oder Frau Böning-Gerse oder wer am liebsten darauf antworten möchte. Also ich kann gerne zu den Fledermäusen etwas sagen. Ich habe jüngst, weil ich selber mich mit Schlagopferstatistik beschäftigt habe und wir an Altanlagen auf der sogenannten Nauener Platte Schlagopfersuchen gemacht haben. Deswegen habe ich die Literatur überschaut. Es sind ungefähr 10 bis 15 Schlagopfer pro Jahr an einer Windkraftanlage, die versterben in Europa. Tragischerweise gibt es, oder zynischerweise muss man schon sagen, gibt es sehr viel fundiertere Daten in all den Landesumweltämtern, die allerdings nicht der Wissenschaft zugänglich sind, weil das zum Teil, oder auch die Unternehmen haben diese Informationen über Schlagopfersuchen. Deswegen bewegen wir uns da auf sehr schwammigem Boden. Die Vertrauensintervalle sind relativ groß, bewegen sich von 1,5 bis 30 bei Fledermäusen. Aber in der Summe, wie ich schon sagte, bei 20.000 Anlagen, die ohne Abschaltzeiten in Deutschland laufen, macht das natürlich nach einfacher Rechnung eine hohe Zahl am Ende des Tages aus. Und da gibt es ja oft dieses Argument, was in der Medienberichterstattung auch oft benutzt wird, dass wenn man jetzt die Zahlen vergleicht, wo Sie gerade darüber gesprochen haben, wie viele Tiere sterben an diesen Anlagen, dass durch andere Faktoren, zum Beispiel Hauskatzen, Fensterscheiben oder eben Landwirtschaft, viel mehr Vögel sterben. Das ist oft ein Argument dafür, dass es eigentlich gar keine große Bedrohung ist für den Artenschutz. Vielleicht Frau Böning-Gerse, was sagen Sie zu diesem Argument? Ist das sinnvoll? Macht das Sinn? Also letztlich wird eine Population steigt, wenn sie einen guten Reproduktionserfolg hat. Deswegen ist es ganz super wichtig, dass eben auch Lebensraumschutz generell betrieben wird, sodass sich jetzt Beispiel Rotmilan, der überhaupt die Nahrung findet, um viele Junge hochzuziehen und auch große Populationsdichten grundsätzlich entstehen können und sterben können die Arten, die Individuen eben durch Windkraft, durch Verhungern, durch Parasiten oder eben auch durch, was Sie gesagt haben, dann auch Jagd, Vergiften, Fensterscheiben. Und es ist für ganz, ganz wenige Arten möglich, diese zwei Komponenten wirklich sauber auseinander zu rechnen und zu sehen, wie diese Balance zwischen den beiden Komponenten besteht und wie jetzt die Todesursache durch Windkraft relativ zu anderen Todesursachen aussieht. Also generell auch bei den Greifvögeln, das sind die Schlagopferzahlen schon substanziell. Wir reden da von mehreren hundert Individuen. Und wenn es da eben jetzt um große Greifvögel geht, das sind es dann schon auch substanzielle Einbußen. Aber nichtsdestotrotz, auch auf dem Zug kommen Tiere zu Tode, an Hochspannungsleitungen kommen Tiere zu Tode. Und es ist aus wissenschaftlicher Sicht schwer abzuschätzen, wie groß die Faktoren relativ zueinander sind, sodass es eine einfachere Methode ist, wenn man den Gesamtbestand monitort und schaut, ob der jetzt stabil ist oder sinkt oder steigt, anstatt jetzt einzelne Komponenten wirklich messen zu wollen. Dabei würde man dann natürlich auch nicht mehr trennen, nach was ist jetzt der Effekt der Windkraft und was ist der Effekt von Landwirtschaft zum Beispiel, wenn man sich die ganze Population anschaut und könnte nicht mehr sehen, woran liegt es eigentlich? Ist das ein Problem oder ist das eher ein Vorteil? Also da fehlen einfach die Daten, das kann man gar nicht trennen. Also man könnte nicht sagen, ob jetzt der Rotmilan, der ja in den Beständen in manchen Bundesländern und Kreisen gestiegen ist, woran das konkret lag und liegt nahe, dass da eine Extensivierung der Landwirtschaft und ein besserer Schutz der Horste und eine größere Aufmerksamkeit für diese Art generell eine Rolle spielt. Aber also
diese Modelle, die man da braucht, sind so dermaßen datenhungrig, dass es schwierig ist, da ganz genaue prozessbasierte Populationsmodelle aufzustellen. Ja, danke schön. Herr Vogt, ich habe Sie gesehen, ich will gerne erst Frau Bruns dran nehmen, weil die schon länger nicht mehr gesprochen hat. Bitte, was haben Sie dazu zu sagen? Ja, vielen Dank. Ich möchte auch noch mal ergänzen zu eine Gesamteinschätzung ergänzen zum Kenntnisstand über die Kollisionszahlen bei Vögeln. Wir haben das einmal auch versucht, im Überblick zu ermitteln, was wir da für einen Kenntnisstand dazu haben, und müssen feststellen, dass wir tatsächlich bis auf eine Funddatei von Schlagopfern, die beim Landesumweltamt Brandenburg geführt wird, keine konkreten Zahlen darüber haben, welche Vögel tatsächlich an Windenergieanlagen zu Schaden kommen. Die Dunkelziffer wird eine Dunkelziffer geben, das ist unbestritten. Aber tatsächlich muss man sagen, auch trotz einer groß angelegten Studie, die 2016 abgeschlossen worden ist, haben wir keine genauen Zahlen darüber. Und das ist eigentlich, finde ich, angesichts der, sage ich mal, Schwere des Konfliktes nicht so ganz nachzuvollziehen, dass man es nicht schafft, darüber mehr Klarheit zu schaffen, ja, wie tatsächlich der kausale Bezug ist zwischen der Tötung von Vögeln durch Kollision und Windenergie. Und unser Vorschlag geht eher nochmal in die Richtung zu sagen, mit anderen Methoden, also einem Kollisionsmonitoring an bestehenden Windenergieanlagen zu versuchen, hierüber mehr Kenntnisse zu bekommen, um tatsächlich die Größe des Problems, über das wir eigentlich reden, besser eingrenzen zu können. Und auch nochmal ein Hinweis, also von der Kollision mit Fensterscheiben zum Beispiel sind ganz andere Artengruppen betroffen, als wir jetzt hier im Bereich Windenergie betrachten. Insofern hakt da so ein bisschen dieser Vergleich immer, ja, durch Katzen und durch Scheibenanflug werden viel mehr Arten getötet. Das ist, glaube ich, eine schiefe Argumentation, die sollte man nicht verfolgen, sondern man sollte schon gucken, was sind die Mortalitätsrisiken für wildlebende Greifvogelarten und inwieweit kann ich durch eine konkrete Überwachung einzelner Anlagen meine Kenntnisse darüber vertiefen und verbessern, erhärten, welche Arten tatsächlich an diesen Anlagen zu Tode kommen. Und das muss nicht nur auf Vögel begrenzt sein, das kann ja auch auf Fledermäuse sich erstrecken. Okay, danke. Genau. Vogel ist nicht gleich Vogel. Das ist, glaube ich, eine wichtige Schlussfolgerung. Herr Vogt, noch kurz zu dem Thema der Daten, dann würde ich gerne auch zu einem anderen Thema übergehen. Ja, kurz zu der Vergleich der Mortalitätsursachen. Ich finde das immer einen sehr zynischen Vergleich, denn im Grunde genommen bemühe ich immer, um das zu beschreiben, das Bild einer Person, die am Boden liegt und auf denen Leute einprügeln. Und sie würden sich jetzt nicht in die Reihe der Prügler einreihen und auch noch eins draufschlagen nach dem Motto, es wird dem schon sowieso zugesetzt, sondern sie würden eher dafür Sorge tragen, dass die anderen eben Abstand nehmen und nicht mehr prügeln. Genauso ist es beim Naturschutz. Natürlich haben wir andere Faktoren, die relevant sind, aber wir müssen dafür Sorge tragen, dass diese anderen Faktoren auch reduziert werden. Wir können nicht das eine gegen das andere verrechnen. Und es ist völlig richtig, dass Katzen keine Rotmilane fangen. Das sind andere Artengruppen und es sind solche betroffen, die eine niedrige Reproduktionsrate haben, wo der Individuenschwund sich massiv potenziell auswirkt auf die Bestände. Kurz zu der Datengrundlage der Kollisionszahlen. Die ist in der Tat dürftig, liegt aber daran, dass heutzutage großteils landesweit Schlagopfersuchen gar nicht mehr durchgeführt werden. Wir haben jetzt im Rahmen von wissenschaftlichen Untersuchungen Schlagopfersuchen hier in Brandenburg gemacht und festgestellt, dass da auch ein Rotmilan liegt, der schon halb in den Boden eingearbeitet wurde. Und in Rücksprache mit dem Landesumweltamt wurde uns bestätigt, das erklärt, dass eine Brut nicht hochgekommen ist im nahegelegenen Wald. Die Datengrundlage erklärt sich auch daraus, dass aus der Praxis heraus Schlagopfersuchen gar nicht mehr auf großer Fläche durchgeführt werden. Das führt manchmal in der Diskussion dazu, zu dem Argument, wir wissen ja gar nicht so genau, was passiert. Aber in der Tat haben wir das, was wir wissen, wo gesucht wird, deutet auf einen großen Effekt hin. Okay, danke schön. Damit würde ich gerne von der Datengrundlage zu einem anderen Thema übergehen. Und zwar eine weitere Frage von einem Kollegen hier aus der Zuhörerschaft. Und zwar, das würde ich gerne an Herrn Müller adressieren. Ist der Artenschutz ein wirkliches Problem oder nutzen viele Kläger die Klagemöglichkeit des Artenschutzes vor allem als Vorwand, weil es hier eine juristische Möglichkeit gibt, Windkraftanlagen zu verhindern?
Im Grunde geht es aus meiner Sicht bei vielen Klägern nur darum, Windkraftanlagen in ihrer Region zu verhindern. Wie sehen Sie das? Sie sind noch auf Mute geschaltet. Danke. Erstmal würde ich den Anschluss nicht als Problem betrachten, sondern als eine zu lösende Aufgabe, die wir hier haben. Ja. Aber in der Tat ist die Problemlage, die wir empirisch sehen, dass der Artenschutz ein scharfes Schwert ist, und das klang ja vorhin auch schon an, und deshalb auch von Leuten genutzt wird, denen es nicht um Artenschutz geht, sondern um die Verhinderung von Windenergieprojekten. Das liegt auch an den schwammigen rechtlichen Maßstäben, die wir haben zur Ermittlung und zur Bewertung der Situation. Ja, also wenn ich mit der Aussage, ich habe dort einen Greifvogel gesehen, die durchgelaufenen Prüfprogramme in Frage stellen kann und alles aufs Null setzen, dann ist das natürlich eine sehr verlockende Situation, wenn es mir nicht um eine konstruktive Situation geht, sondern um die Vermeidung oder jedenfalls Verzögerung von Projekten. Und insofern müssen wir sehr genau aufpassen, dass wir nicht ein Diskreditierungspotenzial in dieser Situation sehen, weil es auch missbraucht wird, den Artenschutz als Ganzes als Problem zu betrachten, sondern sehr sauber zu differenzieren, was sind die realen Herausforderungen, für die wir Lösungen brauchen, und was sind eigentlich anders motivierte Herausforderungen, für die wir andere Lösungen brauchen, die wir gar nicht im Artenschutz und im Verhältnis zur Windenergie finden können. Dankeschön. Dann möchte ich gerne noch auf einen Aspekt eingehen, den, ich glaube, Frau Böning-Gäse, Sie waren das, eben schon angesprochen haben, nämlich die nationalen Artenhilfsprogramme. Die sind auch im Koalitionsvertrag, werden die angesprochen. Da heißt es dann, dass die Betreiber von erneuerbaren Energien sich finanziell an solchen Artenhilfsprogrammen beteiligen sollen. Ich würde die Frage gerne an Frau Bruns richten. Zuerst einmal, ist das so eine Art von Analogie zur Emissionskompensierung, dass man für Schäden an der Biodiversität an anderer Stelle kompensieren kann? Oder wie kann man diese Programme verstehen? Sie sind auch auf Mute geschaltet. Sie können sich gerne einfach immer angeschaltet lassen. Gut, alles klar. Ja, es ist so, dass ja gerade wenn eine Vorhabenszulassung im Rahmen der Ausnahme erfolgt, ja nicht nur zu prüfen ist, ob die Ausnahmevoraussetzungen erfüllt sind und ob vor allen Dingen auch der Erhaltungszustand dieser Art in einem nicht verschlechtert wird, sondern es ist auch zu prüfen, ob es prognostizierbare Verluste gibt, die dann durch bestimmte Maßnahmen, also kompensatorische Maßnahmen, wieder ausgeglichen werden müssen. Diese Maßnahmen sind sozusagen dem Verursacher zuzurechnen. Der ist dafür verantwortlich, diese Maßnahmen durchzuführen und entsprechende Flächen zu finden, Vereinbarungen mit einem Landwirt zu treffen, damit zum Beispiel eine Grünlandfläche oder eine andere Fläche, sage ich mal, zu Zeitpunkten gemäht wird, in denen der Nachwuchs eines Rotmilans davon profitieren würde. Das ist aber ein sehr schwieriges Unterfangen, diese Flächen zu bekommen und auch diese Maßnahmen sinnvoll umzusetzen, sodass sie tatsächlich der Population, dem Populationserhalt nützen. Insofern ist der Gedanke, Artenhilfsprogramme durchzuführen, auch ein bisschen der Gedanke, diesen Auftrag für einen guten Bestandserhalt zu sorgen, zu bündeln und letztlich auch nicht allein den Betreiber sozusagen aufzubürden, sondern auch von Landesseite, von Seiten des Staates im Rahmen seiner Verantwortung dazu beizutragen, dass diese Bestände in einem guten Zustand bleiben. Und diese Artenhilfsprogramme sollen mit Sicherheit dazu beitragen. Die Frage wird jetzt nun in Zukunft sein, wie sind sie auszugestalten und was umfassen sie alles? Ich möchte nämlich ein Augenmerk noch darauf lenken, zu sagen, ja, es geht nicht nur um die Durchführung von Maßnahmen in solchen Artenhilfsprogrammen, so wie man sich das vorstellt, sondern es muss auch erstmal darum gehen, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, wo leben diese Arten eigentlich, wie viele gibt es und wie ist der Bestandstrend über einen längeren Zeitraum, bevor man dann nämlich auch entscheiden kann, A, kann ich eine Ausnahme zulassen und B, welche Art von Maßnahmen sind wo besonders sinnvoll, um einen möglichst großen Beitrag zur Populationssicherung zu leisten. Dankeschön. Dann vielleicht auch noch an Frau Böning-Gäse. Wenn jetzt über solche Artenhilfsprogramme eben solche Dichtezentren geschaffen würden, wo dann zum Beispiel Rotmilane besser leben können oder bessere Bedingungen geschaffen werden, ist das aus Artenschutzperspektive sinnvoll?
Also de facto ist es heute schon so, dass die Bestände nie homogen jetzt über ganz Deutschland verbreitet sind, sondern dass es immer schon Hotspots gibt, wo es viele Tiere gibt und welche, wo es ganz wenige Tiere gibt. Das würde auch noch mal einen Punkt voranbringen, wo baut man denn Windkraftanlagen? Vielleicht nicht in den Hotspots der Biodiversität, in kleinräumigen Landschaften mit viel Hecken, mit Waldinseln, mit einer tendenziell eher extensiven Landwirtschaft statt einer intensiven Landwirtschaft. Das sind auch die Punkte, wo jetzt schon die Bestände von dem Rotmilan, aber auch von vielen anderen Arten hoch sind. Und dass man dann eher bei der Planung die Windkraftanlagen dort anlegt, wo die Landschaft jetzt schon homogen ist und wo eben auch keine hohen Bestände von solchen kritischen Arten anzutreffen sind. Ein Punkt, den man noch berücksichtigen muss, diese großen Greifvögel, die brauchen riesige Streifgebiete und die brauchen zu unterschiedlichen Jahreszeiten unterschiedliche Lebensräume. Wenn die Junge großziehen, brauchen die sehr viel Nahrung. Früher hat sich der Rotmilan ganz massiv von Feldhamstern ernährt und war da, wo eben die riesen Feldhamsterbestände waren. Der Feldhamster ist in der Zwischenzeit auf der roten Liste, der ist dramatisch im Rückgang. Und da sieht man auch schon die verschiedenen Faktoren, die dazu beitragen, warum es auch dem Rotmilan nicht an allen Punkten Deutschlands gut geht. Und das liegt eben zum Beispiel an der sehr intensiven Landwirtschaft, damit verbunden Rückgang der Feldhamsterbestände und andere Nahrungsgrundlagen des Rotmilans. Also man kann, finde ich, an dem Punkt durchaus auch kreativer werden und sagen, vielleicht macht man nicht nur Artenschutzprogramme, Artenhilfsprogramme für einzelne Arten, sondern vielleicht versucht man dann auch großflächiger in der Agrarlandschaft einen extensiveren Anbau, mehr Ökoanbau, reiche Strukturen, Hecken durchzusetzen. Und dann kann man auch solche Arten wie den Rotmilan so als Schirmarten nehmen, unter deren Schutz dann viele andere Arten vom Feldhamster bis zum Feldhasen geschützt werden können. Also da müssen wir vielleicht auch ein bisschen weg von diesen 1:1 Berechnungen hin zu einer überhaupt biodiverseren und lebenswerteren Umwelt in Deutschland. Dankeschön. Dann noch eine Frage an Herrn Müller zur rechtlichen Umsetzung nochmal von einer Kollegin. Und zwar, Artenschutz und Habitatschutz ist weitgehend EU-Recht. Wie sehen Sie die Möglichkeiten, die FFH-Richtlinie, das ist die Flora-Fauna-Habitatsrichtlinie, oder die Vogelschutzrichtlinie der EU aufzuweichen? Natürlich gibt es Möglichkeiten, diese Richtlinien zu ändern. Das europäische Recht ist genauso menschgeschaffen wie das deutsche Recht und kann insofern bei einem entsprechenden politischen Willen geändert werden. Beide Richtlinien stammen ja aus einer Zeit, in der Klimaschutz noch kein relevantes Thema war. Und insofern ist die Frage schon, die zu klären sein wird, ob die Ansätze, die dort getroffen sind, die richtigen sind, um beiden Anliegen, Biodiversität und Klimaschutz, gerecht zu werden, oder ob sie in manchen Bereichen vielleicht nicht die Ergebnisse erzielen, die sie erzielen sollten. Das wäre der Grund, warum man diese Bereiche anpassen könnte oder sollte. Das europäische Recht ist aber gar nicht so absolut, wie das häufig in der Diskussion dargestellt wird. Auch heute gelten schon verschiedene Möglichkeiten, hier für Windenergieanlagen Möglichkeiten zu schaffen. Da wird man unterscheiden müssen zwischen Fledermäusen und Vögeln, die eben diesen beiden unterschiedlichen Rechtsregimen unterliegen. Im Bereich der Vogelschutzrichtlinie haben wir wahrscheinlich deutlich mehr Spielräume als im Bereich der FFH-Richtlinie. Es gab ein Verfahren vom Europäischen Gerichtshof im letzten Jahr, was dort leider nicht zu einer Klarheit geführt hat, weil der Europäische Gerichtshof es nicht für nötig fand, diese Differenzierung herauszuarbeiten, weil im vorliegenden Fall beide Richtlinien in einem Rechtsakt einheitlich umgesetzt worden sind und die Differenzierung, die das Europarecht vorsieht, gar nicht aufgespielt haben. Aber aus unserer rechtswissenschaftlichen Perspektive wären genau diese Differenzierungsmöglichkeiten, die das Europarecht heute schon kennt, umsetzbar. Und dass der Schritt, bei dem das Europarecht immer mitgeht, ist die Frage der Ausnahmen. Also wenn wir eine Konfliktlage im Einzelfall feststellen, haben wir dann, wenn wir zwingende Gründe für überragend wichtige Interessen des Allgemeinwohls haben, immer die Möglichkeit, von Ausnahmen Gebrauch zu machen. Ist bei ganz vielen Infrastrukturprojekten die Regel, ist bei der Windenergie etwas, an das wir erst eine Verwaltungspraxis heranführen müssen.
auch um zu gucken, wie weit kann man damit überhaupt sinnvoll gehen. Das sind dann die artenschutzfachlichen Fragen, das sind keine rechtlichen Fragen. Aber genau dieses Miteinander der verschiedenen Steuerungsebenen im Europarecht bietet heute schon Möglichkeiten. Und ob man sie weiterentwickeln soll, das ist eine politisch zu beurteilende Frage. Dankeschön. Und passend dazu noch eine andere Frage von einem Kollegen. Und zwar, wie beurteilen Sie das Vorhaben der Bundesregierung, den Ausbau der erneuerbaren Energien als Frage der öffentlichen Sicherheit zu definieren? Ich glaube, da die Formulierung auch eines überragenden öffentlichen Interesses war da auch die Rede. Unter anderem, um damit die europäische Vogelschutzrichtlinie zu umgehen. Also welche Rolle spielt diese Deklarierung als öffentliche Sicherheit oder öffentliches Interesse dabei? Es ist eine Formulierung, um die sich Mythen ranken. Insofern eine sehr, sehr spannende Geschichte. Wir hatten das schon mal, einen Versuch in der letzten Legislaturperiode, war das schon mal in einer Novelle des Erneuerbaren Energiengesetzes vorgesehen und ist nicht gekommen. Man kann damit nicht europäisches Recht umgehen, um das mal klarzustellen. Das ist gar nicht möglich. Also der deutsche Gesetzgeber kann das nicht umgehen, kann es damit auch nicht brechen an dieser Stelle. Die Regelung hat einen sehr engen Anwendungsbereich. Sie verändert nichts, in dem klare Normbefehle drinstehen. Es verändert keine Maßstäbe. Sie kann sich allenfalls dort auswirken, wo wir Einschätzungsspielräume haben, unbestimmte Rechtsbegriffe oder Abwägungsspielräume. Und dann bedeutet das, dass der Gesetzgeber dem erneuerbaren Ausbau und der Nutzung der Erneuerbaren ein besonders hohes Gewicht einräumt. Das heißt aber nicht, dass sich das automatisch immer durchsetzt, sondern man muss immer noch im Einzelfall gucken, wie steht dieses hohe Gewicht zu anderen Belangen im konkreten Einzelfall. Und dann kann sich auch ein nicht als überragend qualifiziertes Belang durchsetzen an der Stelle. Aber es ist sozusagen eine Standardisierung. Die ist aus zwei Gründen wichtig. Sie ist wichtig, weil wir damit einen konkreten Maßstab definieren, und zwar dort, wo er hingehört, nämlich im Parlament und nicht in der jeweiligen Behörde. Im Moment haben wir die Situation, dass wir eigentlich den Sachbearbeitern in den Behörden Aufgaben übertragen, die nicht ein Verwaltungsvollzug sind, sondern in einem demokratischen Staat anders entschieden werden müssen. Und die zweite Ebene ist, wir müssen diese Punkte dann nicht mehr im Einzelfall mit unterschiedlichen Wertungen prüfen, sondern sie sind festgesetzt, was der Maßstab ist. Das ist das, was im Koalitionsvertrag wahrscheinlich als temporärer Vorrang für die Erneuerbaren formuliert ist. Also, lange Rede, es ändert nicht alles. Es schafft einen festen Maßstab für die Gewichtung, aber im Einzelfall muss immer noch geprüft werden, ob dann dieses abstrakte, überragende Interesse sich gegen andere Belange im Einzelfall durchsetzt. Okay, danke schön für die Erläuterung der Mythen, die sich ranken um das öffentliche Interesse. Dann noch eine Frage zurück zum Thema Artenschutz von einem Kollegen. Wie beurteilen Sie den Bau von Windenergieanlagen im Wald? Das ist ja im Moment auch ein heiß diskutiertes Thema. Beziehungsweise im Gegensatz dazu auf vertrockneten Forstflächen vor einer Aufforstung. Vielleicht an Frau Böning-Gäse. Wie sieht es aus mit Windkraft im Wald? Oh, da kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Also ich meine, letztlich, wenn man jetzt von den großen Greifvögeln her schaut, kommt es eben darauf an, wo die Horste sind und wo die Populationsdichten hoch sind. Und da geht es nicht zwangsläufig um Wald oder Nichtwald, sondern es geht auch um Landschaften im breiteren Sinne. Aber ich sehe, dass der Herr Vogt sich gemeldet hat. Vielleicht ja, ich auch. Ja. Oder Frau Bruns. Kann da jemand anders mehr dazu sagen? Vielleicht kurz erst Frau Bruns. Ja, ich würde da wieder so einsteigen wie bei den Vögeln vorhin auch. Vögel sind nicht gleich Vögel und Wald ist nicht gleich Wald. Wir haben dazu schon einmal auch eine kleine Veröffentlichung gemacht vom KNE aus. Die finden Sie auf unserer Internetseite. Und haben dafür plädiert, zu sagen, dass man sehr genau hingucken muss, ob man jetzt von Wald sozusagen im rechtlichen Sinne spricht, also von der Nutzung als solcher spricht, die man schützen will, oder ob man von Wald als Ökosystem, als Lebensraumtyp spricht. Und da kann man durchaus differenzieren bei Letzterem, dass ja der Wald durchaus unterschiedlichen naturschutzfachlichen Wert haben kann, auch unterschiedlich intensiv genutzt sein kann. Und wir haben uns dafür eben ausgesprochen, zu schauen, dass dort, wo eben kein Schutzstatus auf dem Wald liegt, also aufgrund seiner
seiner naturschutzfachlichen Bedeutung oder aufgrund anderer Funktionen, Erholungsfunktionen, Bodenschutzfunktionen, Klimaschutzfunktionen und so weiter, solange solche Schutzkategorien da nicht drüber liegen, genau hinzugucken, habe ich hier einen forstlich intensiv genutzten Bestand, Baumbestand vorliegen, dann komme ich möglicherweise zu anderen Ergebnissen und würde Wald als Nutzungskategorie nicht kategorisch ausschließen, sondern eben ihn gezielt und in Einzelfallprüfung verfügbar machen. So gehen auch einige Länder an diese Frage heran. Es gibt wenige, die ihn ganz kategorisch ausgeschlossen haben. Aber das ist ein weiteres Beispiel dafür. Wir haben vorhin schon so Öffnungspotenziale ein bisschen angesprochen. Auch die Nutzung von Forstflächen, nenne ich sie jetzt mal, liegt durchaus im Bereich des Möglichen für die Windenergie aus unserer Sicht. Herr Vogt, noch kurz dazu. Ja, bezüglich Wald, das ist ja, das Problem entsteht daraus, dass wir Windkraftanlagen nicht vor unserer Haustür haben wollen und deswegen auf Abstandskriterien zu Siedlungen drängen, aber dann in eher ökologisch sensible Bereiche hineingehen, die tatsächlich sensibel sind, wie ich schon sagte. Für Fledermäuse ist das ein großes Problem. Wir haben durchaus Effekte, die wir messen, möglicherweise Vergrämungseffekte. Wir haben Habitatverluste und Degradierungen durch Windkraft im Wald. Und das Dilemma ist, dass wir es gerade machen, ohne genau zu wissen, was es für Folgen hat. Das ist das Tragische ohnehin an der Energiewende. An dem Problem kommen wir aber nicht vorbei. Aber wir müssen mehr in Forschung investieren, um tatsächlich abwägen zu können, wo macht es Sinn, in welchen Wäldern so ist es sinnvoll, in welchen Wäldern sollten wir es eher vermeiden. Im Übrigen steht es eigentlich im Widerspruch zu einem Teil der CMS-Resolution zum Schutz migrierender Arten, eine Resolution, jedenfalls was Eurobats angeht, der fledermausspezifische Teil, weil dort die Erschließung von Windkraftstandorten im Wald ausgeschlossen ist. Und das hat Deutschland eigentlich unterschrieben. Dankeschön. Damit sind wir jetzt auch schon fast am Ende der Zeit. Ich glaube, wir werden am Ende noch ein paar Minuten überziehen, wenn das möglich ist. Deswegen kommt jetzt noch eine Abschlussfrage an jeden von Sie. Und ich weiß, dass Herr Müller einen Termin im Anschluss hat. Deswegen vielleicht zuerst an Sie. Die Frage ist, aus Ihrer Perspektive, was muss passieren, damit in Deutschland ein artenfreundlicher Ausbau der erneuerbaren Energie, vor allem der Windkraft, gelingt? Wie kriegen wir dabei Klimaschutz und Artenschutz unter einen Hut? Wir werden versuchen müssen, die Probleme so gut wie geht räumlich zu trennen auf der ersten Ebene. Dafür müssen wir bessere Daten und Informationen verfügbar machen. Wir werden gucken, dass wir im konkreten Einzelfall die Konflikte minimieren und wo wir sie nicht minimieren können, technisch zu vermeiden. Und auf der dritten Ebene müssen wir, und das ist der Schwenk zum Populationsbezug, eben nicht nur den räumlichen Bereich rund um die Windenergieanlagen betrachten, sondern wir müssen ganz gezielt andere Flächen in den Blick nehmen und dort über Flächenmanagement und Artenhilfsprogramme für die Biodiversität einen großen Dienst leisten. Dankeschön. Dann als nächstes Frau Bruns. Was muss Ihrer Ansicht nach passieren, damit wir Klimaschutz und Artenschutz zusammenbringen können beim Ausbau der Windkraft? Ich kann mich Thorsten Müller vollumfänglich anschließen. Er hat das sehr schön heruntergebrochen, was alles wichtig ist. Ich kann noch mal verstärken, dass ich denke, dass der Vermeidung tatsächlich auch im konkreten Genehmigungsfall ein ganz großes Gewicht zukommt. Bei der Windenergie habe ich nicht viele Möglichkeiten, Flächen anderweitig aufzuwerten, das Projekt irgendwie noch verträglich zu gestalten. Da kommt es wirklich sehr stark auf Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen an, dass die wirksam sind und zum Einsatz kommen. Da darf man, glaube ich, keine Abstriche machen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, die andere Seite der Medaille ist dann eben dort, wo Beeinträchtigungen, Verluste nicht vermeidbar sind, dafür zu sorgen, dass in der Gesamtbilanz ein guter Bestand erhalten bleibt. Und aus meiner Sicht wäre auch noch wichtig zu betonen, dass wir diese räumliche Trennung, die Thorsten Müller angesprochen hat, aus naturschutzfachlicher Sicht, weil wir eben diese Großräumigkeit haben, weil wir diese großen Reviere auch haben, in denen sich die Vögel bewegen, wahrscheinlich am besten auf dieser regionalen Ebene identifizieren können. Und ich möchte auch noch mal abschließend auf zwei Forschungsprojekte hinweisen, die im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz sich daran gemacht haben, aus bundesweiter Perspektive einmal die konfliktarmen oder
ja, relativ konfliktärmsten Bereiche zu identifizieren. Und die beruhigende Nachricht ist zumindest aus dem Bereich, dass ausreichend Fläche zur Verfügung steht, um dieses 2%-Ziel auch naturverträglich umzusetzen. Es bedarf aber einer starken räumlichen Steuerung und einem entsprechenden politischen Willen, diese räumliche Steuerung auch im jeweiligen Bundesland dann umzusetzen. Dankeschön, Frau Bruns. Dann Herr Vogt, was muss Ihrer Ansicht nach passieren, damit wir einen artenfreundlichen Ausbau der Windenergie hinbekommen in Deutschland? Also erstmal sind beide Ziele enorm wichtig. Wir müssen sowohl das Klima schützen als auch das Artensterben beenden und diese Spirale stoppen. Das Verständnis, dass beides genauso wichtig ist, hat zur Folge, dass man das auch als gleichrangig bewertet. Das hat mich etwas nachdenklich gestimmt nach der Antrittsrede von Herrn Habeck, weil er das als vorrangig sieht, den Klimaschutz zu bedienen. Frau Lemke hat das etwas differenzierter dargestellt, was mich wiederum erfreut hat. Ökologisch nachhaltig müssen wir werden in der Energiewende, denn beide Ziele sind extrem wichtig. Ich würde mir wünschen, dass die Fehler aus der Vergangenheit korrigiert werden, weil das eine höhere Akzeptanz auch tatsächlich in den Ehrenämtern, in Naturschutzverbänden erzeugen würde und auch eine größere Bereitschaft, sich zu bewegen. Ob Artenschutzhilfsprogramme Dichtezentren dann wirklich tragen, ob sie umsetzbar sind, müsste eigentlich Begleitforschung zeigen, die wir dringend brauchen. Und deswegen der Appell, tatsächlich mehr in Begleitforschung zu investieren. Denn nur durch ein gemeinsames Ziehen an beiden Strängen, glaube ich, schaffen wir das. Dankeschön für die Einschätzung, Herr Vogt. Und zum Schluss noch Frau Böning-Gäse. Auch an Sie die Frage, was muss passieren, damit in Deutschland der artenfreundliche Ausbau der Windkraft passieren kann? Ich würde das, was Herr Vogt angesetzt hat, einfach noch mal eine Stufe weiterdrehen. De facto haben wir Klimawandel und Artenschutz als die beiden großen Umweltherausforderungen der Zukunft. Und das sind beide Symptome desselben Problems, dass wir Menschen die Natur übernutzen. Aber man kann eben auch beides gemeinsam angehen. Und ich finde, wir dürfen uns da nicht in eine Polarisierung das eine gegen das andere treiben lassen, sondern müssen durch ein ganz großes Bündel an Maßnahmen schauen, dass wir Klimawandel und Artenschutz in den Griff bekommen. Und da brauchen wir auch kreative Lösungen und müssen idealerweise raus aus den kleinen Konflikten, an denen sich dann die Sache oft festfrisst. Und man kann eben durch kreative Lösungen Artenschutz und Klimaschutz gleichzeitig durchführen, durch große Schutzgebiete, durch Extensivierung der Landschaft, aber auch bis hin zu Änderungen in der Landwirtschaft und bis hin zu Änderungen in unserem eigenen Konsum- und Ernährungsverhalten. Und ich finde, an dem Punkt müssen wir groß denken und positiv denken. Und ich bin da sehr zuverlässig, dass es da Lösungen gibt, mit denen beides vorangetrieben werden kann. Vielen lieben Dank. Und danke nochmal an Sie alle vier für die tolle Diskussion, wie ich fand, die auch sehr konstruktiv ist und wirklich aufzeigt, dass wir beides brauchen und dass auch beides gemeinsam geht und dass es viele Ansätze gibt, auch Klima und Artenschutz zu vereinen, und wir können uns nicht für das eine oder das andere entscheiden, glaube ich. Das ist so der Konsens, den ich bei allen vielen von Ihnen eigentlich rausgehört habe. Dankeschön auch an die Journalisten und Journalistinnen da draußen. Sie haben ganz viele tolle Fragen gestellt, die wir leider nicht alle abdecken konnten und nicht alle Aspekte eingehen konnten. Das tut mir sehr leid, aber ich glaube, wir hatten trotzdem eine tolle Diskussion und konnten viele Dinge abdecken. Nochmal der Hinweis, das Transkript finden Sie am Montag auf unserer Webseite. Eine Videoaufzeichnung finden Sie schon in ein paar Stunden, auf YouTube. Entschuldigung. Genau, das war's. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und haben Sie noch einen schönen Tag. Bis dann. Ebenfalls. Vielen Dank. Wiedersehen.